So, hallo und herzlich willkommen an alle, die zuschauen. Ja, deshalb musste ich ja abrupt beenden, die Aufnahme oder den Stream. Und wir waren ja hier stehen geblieben, anscheinend vor einem Bosskampf, würde ich sagen. Genau, auch gleich mit dem neuen Mikrofonarm. Und ich habe das Ganze auch mal noch so ein bisschen umgebaut, habe mir einen neuen Router geholt. Und das sogar jetzt mit LAN angeschlossen, dass wir halt den Rest dann mit Wi-Fi 6 versorgen. Das läuft so alles ganz gut und die nächsten Tage sollte noch die Umstellung auf die neue Bandbreite stattfinden. Ich hoffe, das klappt problemlos und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und ja, wir gehen jetzt mal die neue Aufnahme. Mal gucken, was uns erwartet. Schwung versuchen. Na gut, wir gehen rein. Wenn es ein Du ist, machen wir die Träne. Wenn nicht, versuchen wir es so. Okay, ich glaube, das scheint eine Person zu sein. Dann machen wir keinen Sprungangriff. Ist aber anscheinend ziemlich groß hier. Okay. Ja, kommt mir ein bisschen bekannt vor aus Dark Souls 3 von den Sturmdings. Wie heißt der nochmal? Dieser Sturmkönig, ne? Das ist sogar, glaube ich, die Waffe. Schlangenjäger heißt der aber hier. Da muss ich mir gleich mal die Waffe angucken. Schlangenjäger. Ich glaube, ich bin schon drüber hinweg, oder? Schlangenjäger. Ah, ne, hier. Großer Speer, Stich. Eine Waffe, die sich als Großschwert und Speer einsetzen lässt. Angeblich vor langer Zeit für die Jagd auf eine unsterblich riesige Schlange entwickelt. Erzeugt die Waffe im Kampf gegen solche Kreaturen eine lange Klinge aus Licht. Als ihr Fürst und Meister der Gier verfiel, suchten seine Männer nach einer Waffe, um ihn aufzuhalten. Einzigartiges Talent, Riesenschlangenjagd. Macht einen mächtigen Satz vorwärts und setzt per zusätzlicher Eingabe mit einem Aufwärtsstoß nach. Kämpft ihr gegen Riesenschlangen, erscheint eine lange Lichtklinge, um die volle, was? Um die volle Macht der Waffe zu entfesseln. Ich glaube, die sollte ich dann verwenden, ne? Machen wir nochmal das Schild dann weg und ich hole das hier rein. Wahrscheinlich kostet es auch noch FP und das haben wir ja nicht so wirklich, ne? Hat trotzdem große Last. Sieht darum doof. Da muss ich gleich eine Rüstung anziehen. Mit dich mittlere Last. Ups. Ist wahrscheinlich noch schwerer, ne? Ja. Gut, dann nehme ich erstmal die hier. Die war eigentlich ja ganz tauglich, ne? Okay, dann gucken wir uns die nochmal an. Das scheint also die Waffe zu sein. Kann ich denn jetzt auch wieder Schild anziehen? Ne, da habe ich große Last. Okay. Oh. Und der quasi immer ein Wirbel, egal was ich mache. Und weithändig? Weithändig geht die Waffe ab. Ich glaube, die müssen wir auch für das Monster da verwenden. Komm, ich trinke mal hier einen Schluck. Götter verschlingen Schlange. Okay, das scheint Schaden zu machen. Das war nicht weit genug. Monster hier. Bei der Lava muss ich halt kommen, damit unseren Wegen nicht so gut kann. Okay, da kommt die Lava. Oh, das hat er nicht gepackt. Geht eigentlich noch vom Schaden, ne? Da kommt doch mal näher. Die Attacke lief immer so lange auf, okay.
habe ich doch kassiert. Aber ich glaube, der würde echt kein Problem sein. Ach, da war ich. Da war ich ja zu eilig oder zu verlaut. Oh, die wird kein Problem sein. Ja, ja. Was? Ach Mann, oh. Da ist die gar nicht so schwer, hat oder so wenig. Oh, da liegt auch noch Loot, habe ich gesehen im Hintergrund. Aber wir machen erstmal diese Riesenstange. Bin ich denn jetzt wieder hier? Ah. Wo war denn das? War es im Untergrund? Scheint hier irgendwo. Ein Ort der Gnade, habe ich mich nicht hingesetzt. Das ist das nicht, das auch nicht. Hä? Aber da kann wahrscheinlich mich nicht angesetzt habe, ne? Das müssen wir dann nochmal hinlaufen. Schöne Bratwurst. Okay, warte, wo war das? Das ist jetzt irgendwie ein paar Tage her. Hier haben wir gegen den Götterverschlinger getötet, gekämpft. Da mussten wir nach oben fahren. Und dann mussten wir gegen so ein. Gegen ein paar Stangen kämpfen. Auch einer, der so einen riesen Kopf hatte, ne? Und da gehen wir einfach schnell durch, ne? Wir müssen ja nicht großartig kämpfen. Aber ich glaube, die ist eigentlich ganz gut machbar. Und diesmal setze ich mich erstmal in den Ort der Gnade dann hin. So, bitte nach oben. Ach, die gibt's ja auch noch. Ach. Okay, die muss ich doch ausschalten. Weil hier renne ich dann relativ schnell durch, würde ich sagen. So, den und den Peitschentyp mache ich. Der fuchtet wahrscheinlich erstmal hier wieder rum. Lava, Lava, ja, Peitsch, Peitsch. Schwing, schwing. So, ich muss auf jeden Fall hier rein und dann rechts, ne? Dann renne ich hier doch einfach durch, das sollte irgendwie möglich sein, ne? Ah, ich muss gleich angreifen, nur wieder. Komm schnell hier rein, au. Ja, schnell, schnell. Okay, also die konnten einen jetzt nicht angreifen, wenn man da so dran ist. Ah, habe ich gar nicht berührt, na super. Ich wirklich nicht gemacht. Muss mich nicht wundern. So, jetzt haben wir aber noch der Gnade. Audienzfahrt. Das haben wir aktiviert. Meine Gnade liegt da irgendwo rum, also meine Runen, ne? Wo sind denn seit mir denn? Okay, der hat noch nicht auf mich abgesehen. Okay, dann hau ich gleich mal den starken Angriff rein und so, ne? Falls ich so und falls das genug Schaden macht. Ach, das war noch zu weit weg. Also wie schade ist das quasi zweimal dieser kleine Angriff, ne? Yeah.
Irgendwas scheint mir da aber zu stören. Okay, der schwere Angriff bringt eigentlich gar nichts. So, einfach mit dem Schattel. Ich bin ausgewichen. Dünnes Vieh. Schwer ist der gar nicht. Ich muss bloß irgendwie noch irgendwie besser seinen Angriff ausweichen. Das ist eigentlich alles. So, dann nochmal rein mit uns. Man, klar, das ist jetzt wahrscheinlich irgendwo da begraben. Könnte ich vielleicht noch holen. Sind auch 23.000 Runen. Das. Ah, da liegt doch der Loot. Scheint ja mal kaputt zu gehen, wenn ich jetzt zu treffen. Ne? Tja. Ich hoffe mal, dass ich ja durch euch diese Götterpanzerung mitmache. Also, dass er dann irgendwie so gestellt ist. Mit
Letzte Attacke will ich nochmal einen raushauen. Diese Aufladeattacke. Dann geht's ja. Wir machen MP, okay. Hätte mich auch noch bekommen. Also wir scheint jetzt auch kriegen. Ich hab gerade das MP kostet. Und anscheinend. Eine weitere Kette reicht. Na gut. Haben wir es geschafft. Ach, kommt wahrscheinlich noch was, ne? Ich dachte zumindest, wenn der Körper noch da war. Gucken wir mal. Schocken das jetzt so. Lecker. Seven King and his family. Together we will devour the very God. Oh mein Gott, was ist das? Ach, das ist Rickard. Wo ist das für mich? Okay. Oh, okay, das wird der Mannschaft gut einsetzen. Au. Oh. Oh, das scheint wieder auszuhalten. Das. Was? Was ist das eigentlich, das Wort hier? Das ist hier hübsch. Ich muss Gedanken machen. Ich glaube, der hat doch einfach nicht gedacht. Was denn da? Meine Tränen überhaupt nichts. Oder kann er mit dem Schwert da nichts anfangen? Ah, der geht richtig nah an. Muss er eigentlich gar nicht. Oh, das ist nämlich hier alles. Was? Okay, wird doch schlimmer als gedacht. Du hast dann die Tränen auch angebracht. Er ging leider auf mich, statt auf meine Trainer. Okay. Es wird also interessant. Okay. Also sollten wir die relativ gut schaffen, damit wir noch viele Lebenspunkte oder Heiltränke haben. Das ist natürlich irgendwie. Oh, diesmal nicht. Okay.
Den habe ich schon geschafft, sogar perfekt, ohne Schaden. Jetzt kommt natürlich wieder die Oberschlange. Also einmal ausblenden, das ist diesmal ohne Stocken? Gucken wir mal. Weil es wieder stockt, überspringe ich diesmal. Okay, es stockt. Lade ich mir mal wieder ein. So, los geht's. Alles ist da irgendwas raus, was die ganze Zeit rumwabert. Ach, da wollte ich gerade dodgen. Oh, da darf ich dich reinhauen. Das heißt, im Angriff war das die Spezialattacke. Alles in meiner Ruhe. Ach, dieser Todgebären schwebt, der macht diese Explosion. So. Alles explodiert hier wieder alles wahrscheinlich. Dachte ich zumindest. Ah, jetzt noch. Das verwendet ja nicht zu Zeltchen. Komm, ich war hinterher. Einmal kann ich auch noch. Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Ah. Ey, ich will auch noch was machen, da hab ich hier. Ich hab mal über den Schmuck gehört. Gottes Willen, was ist mit der Ruhe? Ich würde mich gerne einmal heilen, aber wenn ich jetzt noch so tot gefallen bin, bin ich weg. Okay, ich kann jetzt auch noch einmal drauf sehen. Und wir haben es geschafft. Okay, wir haben den Blitz stark gemacht. So, weg mit dir. Ah, die ganz große Rune. Und Echo der Blas... Was? Blasphemischen. Aber wo finden wir seinen Turm? Den habe ich doch noch gar nicht gesehen, ne? Die Schlange kennt kein Ende. Geiles Schwert. Wahrscheinlich nur für den gut, ne? Für den Boss. Es hat natürlich nicht mehr diese Kraft, ne? So, dann mal wieder Schild her. Also jetzt beim alten Anruf war, ging es eigentlich relativ gut, aber ich glaube so alleine mit den ganzen Totenköpfen, die rausgekommen sind, ist er echt haarig geworden. Augenwappenrock. Ich mache erstmal hier wieder die Rüstung an. Augenwappenrock. Was ist denn? Habe ich es gar nicht gesehen. Augenwappenrock. Ah, hier, ne? Ein brauner Wappenrock, der über eine Kettenrüstung getragen wird. Also ein Wappen weist den Trägern als Augen und Ohren von Sir Gideon, dem Allwissenden, aus. Okay, wer auch immer. Okay, nur die Frage, geht's hier weiter oder ist hier Schluss? Erstmal hier noch meine Sachen einsammeln und 130.000 haben wir bekommen. Das ist nice. Erstmal hier wieder meine Waffen ausrüsten. So, Stufenaufstieg. Und dann mach ich noch ein bisschen Glaube rein. Noch einmal. Echt teuer geworden. Okay, Pferd kann ich nicht rufen, ne? Nee. Dann können wir halt gleich mal wieder zurück zum aufs Vulkan mit ihr reden, weil das war ja eigentlich der Anführer. Und dann gibt es ja noch den Dung Eater, den würde ich dann auch mal sprechen. Da hatten wir letztes Mal so ein Item aufgesammelt. Hier geht es anscheinend weiter. Ich werde mich sonst noch einmal rumgucken, weil das jetzt auch relativ unauffällig war. Ich weiß, ob euch das nicht stört, dann. Sonst könnt ihr also ein bisschen vorscrollen. Dann beim Video. Ihr bei Twitch müsst das erstmal irgendwie ertragen. Oder könnt ihr dann ein bisschen was schreiben. Ich habe echt auch mal beim Webcam halt das Licht angemacht. Also an sich sieht man so halt besser mein Gesicht, aber mir hat das immer nicht gefallen, dass man halt in meiner Brille auch die Reflexion manchmal sieht. Also ich gucke halt so weiter runter und dann geht das eigentlich, glaube ich.
Ja, das fand ich dann immer ein bisschen doof. Zum Beispiel, wenn ich gucke, dann sieht man da irgendwie fast nur den Kreis statt meine Augen. Aber vielleicht geht das so, vielleicht habt ihr ja nichts dagegen. Genau, und bei der letzten Aufnahmesession war es irgendwie doof, da hatte ich ja noch alles angeschlossen gehabt und habe den PC hochgefahren, gestartet, OBS angemacht und hat wahrscheinlich dann irgendwie Microsoft oder OBS vielleicht das Mikro in der Webcam als Mikro wahrgenommen, nicht das hier, was ich angeschlossen habe, was vor meinem Mund ist. Dadurch konnte man mich dann relativ schlecht verstehen beim Stream und bei den Videos. Ich würde sagen, die beim Stream zuguckt haben, die hätten ruhig mal schreiben können. Wahrscheinlich waren die AFK oder haben schon geschlafen, weil ich immer so spät zocke. Naja, was soll's. Fehler kommt nicht nochmal vor. Man kontrolliert jetzt lieber zweimal, bevor das wieder passiert. Ach nee, hier kam ich her, ne? Muss ich wirklich zurückgehen? Jetzt gehe ich mal auf Spaß geradeaus, ob da irgendwas ist. Aber ich bin da, glaube ich, einmal rumgelaufen. Sollte eigentlich ja nichts versteckt sein, ne? Also Rickard, der sich verwandelt hat. Aber wo finde ich denn den Turm dazu? Ist hier ein Turm? Könnte der sein, ne? Ich hält. Ne, ist kein Turm. Die sind ein bisschen größer und auffälliger, ne? Was wie das hier, ja. Ist hier denn ein Turm? Welchen einen, den man in der Ferne gesehen hat. Und hier war ich auch noch nicht. Also da könnt ihr gerne mal schreiben, wie ich da hinkomme. Ich habe das irgendwie nicht herausbekommen. Außer da öffnet sich jetzt irgendwie ein Weg. Aber ich würde gerne einmal zu dieser Festung. Falls jemand weiß, wie das geht. Gerne in die Kommentare schreiben oder gerne auch beim Chat, ne? Gibt's denn da auch irgendwo was, damit man seine Seele aktivieren kann? Also, ich suche halt gerade den großen heiligen Turm zu Rickard. Aber anscheinend nicht. Dann gehen wir noch zu Haus Vulkan zurück. Und ja, dann, wenn jetzt nichts kommt, würde ich dann den Dung-Eater machen. Den einmal anquatschen. Tafelrundfeste und dann die Hauptstadt. Ja, ich kann ja mal gucken, ob ich seine große Seele auch rüsten kann oder große Rune. Radans große Krone. Ne, kann ich nicht ausrüsten. Würde er dann hier erscheinen. Aber wir haben sie halt im Inventar. Kann ich ja mal zeigen. Wird die eine sein nochmal? Talismane nicht. Das auch nicht. Aber ich wollte auch noch die eine Asche angucken, ne? Die irgendwie auch Blut machen kann. Habe ich eine große Rune von ihm bekommen? Habe ich verlesen? Oder wird die woanders aufbewahrt? Ne, hier, ne? Rickards große Rune. Ohne jeglichen Segen. Oder die wird vielleicht erst aktiviert, wenn wir es freigeschaltet haben, oder die geht komplett gar nicht. Und Westatlus auf. An den Klippen der Küste südwestlich von Lindel. Südwestlich von Lindel. Also der Hauptstadt. Südwestlich. Das war das Kolosseum. Vielleicht kommen wir erst daran, wenn wir hier einmal in der Hauptstadt waren und hier irgendwo ist der heilige Turm. Ich vermute. Südwestlich, nee, ist Osten, ne? Südwesten ist doch hier. Südwesten. Ah, das ist der, da waren wir schon einmal, ne? Dann können wir uns ja mal hinporten. Aber erstmal spreche ich die hier an. Der Gruß redet wahrscheinlich immer noch nicht. Nee. Okay. You. It's true then. You've defeated our Lord. No. I must thank you. Our Lord was yet weak. You have taught us that. Defeat is not the end. Our Lord is immortal. And will one day rise again. Stronger. Until then. I must stay the path and do my part. Okay. I will leave the Volcano Manor before long. I suggest you do the same. I will miss these encounters. The champion who walks the tainted path shines all the more. I always was an admirer.
Dann nur die Frage, hätte ich jetzt Rickard besiegen sollen, bevor ich die Quest abgeschlossen habe, dass wir den töten der Unbefleckten? Oder ist das egal, aber wenn sie verlässt, dann kann ich ja wahrscheinlich die Belohnung gar nicht mehr aufsammeln, ne? This is farewell. Perhaps we will meet again. Das ist natürlich doof. Okay, dann suche ich hier nochmal die Leute auf. Mal gucken, was die zu sagen haben. Es wäre doof, wenn sie jetzt wirklich nicht mehr da ist, aber vielleicht können wir dann woanders mal die Belohnung einsammeln. Miss Loot? Der wahrscheinlich getrübt, der davor war, der uns gewarnt hat oder gesagt hat, töte Rickard. Können wir einmal aufsammeln. Und? Auf richtiger Dank. Okay, der ist noch da. Die hat wahrscheinlich nichts weiter zu sagen, oder? So, I harbor you no ill will. The strong take. Such is our code. Even he was prepared to meet a wretched end when he first took blasphemy unto his very flesh. But any road, the Volcano Manor is no more. Though we may yet fulfill an old promise. We hunted our own kind and took what was theirs. And with everything in hand, the time has come to rise against the Erdtree. Okay. Oh, greater will, hear my voice. I am the recusant Bernal, inheritor of my brother's will, and you will fall to my blade. Aber halt auch so eine Schlange, so als Keule, ne? To become your pawns. Consider this fair warning. Ich glaube, die Quest werde ich vielleicht verkackt, wenn ihr dann abholt, ne? Wie gesagt, außer wir finden sie doch noch irgendwie wieder. So, Mist, ne? Kann man auch nicht wissen, tötest du ihn jetzt oder nicht? Ich glaube, ich rede noch einmal im Patch, sonst würde ich einmal da hoch noch gehen. Now you've gone and killed Rickard. You scheming little bastard. Cripes, you make this nonsense seem, well, less nonsensical. Perhaps a tarnished will be Elden Lord after all. But for now, this manor is finished. The demigod beast is slain, and Tanith has lost her head. A fine mess. But how else could it end? When Daddy Ambition's head over heels courting Lady Blasphemy. Well, here I am, untethered once again. Goodbye, my friend. Ja, die finden wir wahrscheinlich auch mal irgendwo wieder, ne? Oh, come to make a parting donation to Patches Emporium. Immer. Steve, try to find it in. Ja, hat er quasi nichts zu verkaufen für uns, dann können wir auch nichts spenden, ne? So, ich guck noch einmal hier oben, vielleicht ist ja irgendwas erschienen. Ah, sieht eher nicht so aus. Gehen wir einmal zur Tafelrundfeste, gucken wir einmal die Eiche von Rickard an und was der Dumito zu sagen hat. So, einmal hier unten, dann gehen wir zum Heiligen Turm von Rickard und aktivieren wir das Ganze. Der hat auch nichts Neues. Der ist auch nichts Neues, seitdem der gut verstorben ist. Okay, dann rede ich erstmal mit der hier. Ausrüstung. Nix Neues. Na denn. Und von Rickard kriegen wir. Was kriegen wir da? Einmal halt blasphemische Klinge. Das heilige Schwert von Rickard, dem blasphemischen Fragmentträger, enthält die Überreste unzähliger Helden, die er verschlungen hat. Nun teilen sie sein Blut, sind auf ewig zu seiner Familie verbunden. Zu einer Familie verbunden. Mit jedem besiegten Gegner regeneriert diese Waffe einen Teil eurer LP. Einziger Aszendent, Vampirflammen. Hebt das heilige Schwert in die Höhe. Ich muss irgendwie mal husten. Entschuldigung. Hebt das heilige Schwert in die Höhe, um es blasphemisches Feuer zu höhen. Und denkt es dann, um Flammen vorwärts abzufeuern. Die Flammen rauben getroffene Gegner LP. Klingt auch nice. Das andere sind diese Totenköpfe, die ihr gesehen habt, ne?
die furchtbare Macht von Rickard, den Fürsten der Blasphemie. Er schafft singende Geister, die eine Spur aus zeitlich verzögerten Explosionen hinterlassen. Diese Geister entstehen aus den Zorn von Helden, die ein gewaltsames Ende fanden. Der Fürst gewährte ihnen eine Audienz, bei der sie vom Schlund der Riesenschlange empfangen wurden. Die Eingeweide der Schlange formten sie neu, nach dem Abbild des Fürsten. Ich hätte gerne die Quest noch. Zu Ende gemacht. Vielleicht haben wir doch noch Glück und die ist irgendwie da. Gucken wir noch mal. Okay, jetzt wollten wir mit den Dung-Eater reden. Dann Heiliger Turm und dann wahrscheinlich Hauptstadt, ne? Ich gebe erstmal hier noch eine Gedankenperle ab. Oder einige. Oh, das. So, ist dann ja einiges abgegeben. Hier ist nichts. Ach. Manu. Dass er immer wieder so hoch springt, das nervt ein bisschen. So. Hier irgendwas zum Kaufen? Ne, da haben wir auch alles gekauft. Da auch. Und hier. Schwenkstein. Für die üblichen Sachen. Jetzt können wir einige Gräberteilien kaufen. Und Geisterteilien. Okay, dann auf zum Dung-Eater. Den da hinten, den guten. Mal gucken. Was er zu sagen hat, vorher sollten wir ihn immer in Ruhe lassen? No. Wait. You have felt the curse. I can smell it on you. The box, yet tender. Apparently my seedbed is ripe and waiting. T'was a brief respite, I must say. Go and unshackle my corporeal flesh, trapped in the sewer jail below the capital. Schlüssel zum Kanalisationskerker. Sehr nice. Aber pass auf, wir wollen ja in die Hauptstadt, ne? I can kill you and defile your corpse. Was? Then the pox will truly be your own. Wir werden ja nicht getötet und nicht geschändet. Go and unshackle my corpse trapped in the sewer jail, but I can kill you. Then the pox will true. Okay, gucken wir uns einmal den Schlüssel an. Welcher war denn das? Das hier, ne? Ja. Ups. Ein schmutziger Schlüssel zum Schlüssel des Dunkfressers. Öffnet Tür zum Kanalisationskerker, der unter der königlichen Hauptstadt Linde liegen soll. Okay, dann einmal zum Heiligen Turm von Rickard. Und dann kommt die Hauptstadt. Ah ne, ich glaube einiges steht noch offen, ne? So eine Katakombe. Die müsste ich noch machen. Schaff mich tot, hier waren das. Versiegelter Tunnel? Nee. Was waren das? Irgendwas auch so in der Richtung, ne? Donnerhöhen, Vulkanhöhle. Rinde. Das hier muss ich noch mal. Grab der Helden von Gelmir, ne? Das hatte ich nämlich ausgelassen. Das mache ich glaube noch, das war noch offen, bevor ich das vergesse. Aber dann machen wir in die Hauptstadt. So, das sieht aus wie die anderen Türme. Dann gehen wir nochmal nach oben. So, einmal aufwärts. Wir haben vielleicht doch den Fluch, wenn man so will. Den horcht so ein bisschen, wird man glaube ich so liegen summen. Okay, gerade ein bisschen schwer bei den Aufzuggeräusch. Oder ist einfach nur der Aufzug solche Geräusche macht. Oh ne, okay, ist vorbei. Ich dachte, uns haben wirklich die Pocken getroffen und wir sind jetzt verflucht. Dann müssen wir den Fluch sowieso ein Ende bereiten und dann sein Leichnam finden und dann besiegen. Das machen wir auf jeden Fall. Haben wir den Schlüssel bekommen. So, was ist hier? Okay, der Finger. Und so. Und stehen die Kraft wieder der großen Rune her. Rickards große Rune.
können wir uns auch gleich mal angucken, aber erst porte ich mich mal zu Grab der des Helden von Gelmir. Der Meinung habe ich noch nicht gemacht, das werden wir ja gleich sehen. Grab der Helden von Gelmir. So, große Runen. Hier. Regeneriert LP beim Besiegen von Gegnern. Das ist irgendwie lahm. Da bleiben wir halt bei unserer. Man muss das erst noch ganz aktivieren, ne? Das bringt dann irgendwie nicht so viel. Weil wenn du gegen Bosse kämpfst, dann wird er regeneriert, wenn du den Boss besiegt hast. Ich glaube, hier war ich noch nicht drin. Ne? Also hier wie diese Schienendinger da. Diese. Oh, noch mit Lava. Nice. Ja, da unten ist schon erschienen, ich hab's gesehen. Ich mach hier wieder Schild, glaube ich, ne? Ah, die werden. Komm schon zu, sag. Untoter. Ist halt reicht rot, ja, ne? Der wurde ja zweimal überfahren. Schnell kam der jetzt zurück. Warte mal runter. Ist der hier durch seine Ebene? Tatsache. So muss das. Ist der Wagen mir hier noch hilft? So. Ist er weiter runtergefahren, ne? Kommst du wieder? Springt gleich rüber und abfahrt. Und tschüssi. Ach, ist jetzt direkt in der Lava schon. Gut nachdenken aber noch. Oh, hier geht's. Ah, hier geht's runter. Richtig tot, ne? Ja, okay. Geh ich mich jetzt noch runter oder gehe ich hier weiter? Ich glaube, ich gehe hier weiter, ne? So, danke. Jetzt dreht er wieder um. Das war nicht so erfolgreich. Und da unten kommen wir eh nicht weiter, weil da nur Lava ist, ne? Dann kann ich ja wieder meine Doppeldegen auspacken. Na, was wird das denn? Und hier ist anscheinend so eine halbe Armee. So, was haben wir hier? Eine Sackgasse. Na gut, dann. Was macht ihr eigentlich? Warum krabbt ihr hier oder pflückt ihr irgendwas? Wie auch komisch. Irgendwie haben die Langeweile, glaube ich. Vorsicht vor rechts. Der hier tut doch keinen was. So, hier eine Wand? Keine Wand. Dann gehen wir nach oben. Ist hier schon wieder der Wagen? Nein, hier ist eine Flamme. Der wird jetzt häufig abgespurt. Oder auch nicht. Rotholzkurzbogen. Gerden haben hier. Oh, Geister in dieser Stufe 7. Ich werde einfach nach unten. Das hat nichts gebracht. Dann fahren wir wieder rein. Muss ich vor Pfanne.
Das hier sieht eigentlich nach einer Falle aus. Auf. Blöden Typen. Pagehose? So, hier soll eine Falle sein. Eine Falle ist ja nicht, sag ich, offensichtlich gewesen. Könnt ihr da hochlaufen oder da runter? Ah, Mist. Das dachte ich ja schon. Jetzt wenn er da genau hier, ich bin halt tot. Ich dachte, da könnte ich reinlaufen, weil da war einer diese blöde Bühne. Wegen ich jetzt hier auch noch sterben muss. Aber jetzt wissen wir, was uns erwartet. Dann geht das Ganze ja mal ein Stück schneller, ne? So, hier erstmal wieder mit Schild. Da unten spawnt ja schon. Was seid ihr beide noch hier drinnen, ne? Und der wird weggemäht. Nein. Ich glaube, ich verliere meine Seele. Ja. Ah, 83.000 Runen weg. Was habe ich dafür Mist gemacht? Ich wollte einfach zu schnell los, ne? Der wendet doch hier unten. Ah, das ist so ärgerlich. Hätte ich noch ein paar Runen genommen, hätte ich nochmal aufleveln können. Oder, beziehungsweise, ich war jetzt ja so, was ich aufleveln können. Hätte können, Tuten, was auch immer, ne? Ach, Mensch. Das ist ärgerlich. Also dann noch ein Versuch. Jetzt aber richtig. Und ein bisschen mehr nachdenken. So, ich auch einmal ein bisschen Licht an. Wendet da und wir müssen jetzt losrennen, wenn er oben fährt, so. Ach, zu dem hier rein, genau, der spielt freiwillig raus. Und ist freiwillig tot. Dann los, komm, fahr mal zurück. Bleibst du denn? Dauert ja eine halbe Ewigkeit. So. Tschüss. Zack. Und ich wollte sagen, jetzt schwimmt er durch die Lava. Und wir rennen hinterher. So, jetzt muss ich mal wieder warten, bis er nach oben fährt. Dann können wir da rein. Und Abfahrt. So, ups. So, das ist alles easy. Sind da schnell so tot, wenn man die trifft. Treffen sollte. Naja, schon wieder 5000 zusammen. Dann mach ich mal schnell die hier unten mit, ne? Wo die irgendwie noch hochkommen.
So, du auch. Und dann gehen wir nach oben. Ups, 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 ups. So, da steht einer. Wahrscheinlich ist die Falle noch deaktiviert. Sehr gut. Dann gehe ich nur hier geradeaus, weil das Teil auftaucht. Muss ich Falle? Kein Wurf voraus. Soll ich trotzdem jetzt einmal nach oben laufen? Das ist meine Ecke noch relativ sicher. Ah, guck, hier ist doch was. Scheinschaltschlüssel. Ah, es findet er natürlich da schon. Wo steh auf? Das ist ein Sternschwertschlüssel, okay. Zumindest wir haben ihn besser haben als brauchen, ne? Und es waren jetzt 7000, die können wir schnell so aufsammeln. Und wir sind ja schnell durch. Ah. So, nochmal. Ich werde das Schild einfach in einer zweiten Position machen, irgendwie muss ich dann doch so viel durchwechseln. Doch ein bisschen ärgerlich. Wir kommen auch nicht zur zweiten Ebene, weil das gerade zu schnell ist, ne? So, wir gehen gleich hinterher. Das wäre ein Fehler. Jetzt aber. So, zum netten Bogenschützen. Der sollte wahrscheinlich jetzt zusperren. Hm, wo bleibst du denn? So, einmal da hinten und los geht's. Dann einmal hier wieder rein. Hoppa. Wo willst du denn hin? Und tschüss. Ups. Und nochmal drüber. Ja, springen dann hier. Zack. Da hätte ich rennen sollen, oder? War doch so. Oder mit dem E für mich um. So, da können wir laufen. So, dann einmal das. Erwischt. Na komm mal her. So. Oh, ich hab gar nicht angemacht. Machen wir doch gleich mal. Das ist hier ziemlich düster, ne? So. Du bist auch weg. Ich versuch das nochmal. So. Du bist auch weg. Und ihr auch vielleicht irgendwann. So, dann die beiden da oben. Bin nur gegen dich gesprungen. Ich bin runter mit dir. Hier kommt der Wagen. So, die 7000 muss ich mir holen. Geht's da rechts rein. Einmal wenden. Tür gehen hinterher. Und hier sind wieder Skelette, okay. Ach Mist. Gleich grad losrennen.
So, wollte ich jetzt vergessen. Dann warten wir nochmal, dass er hier an uns vorbeifährt. Und los. Ah, da kann ich rein. Schnell, schnell, schnell. Was ist denn mit dir verkehrt? Der ist nervig, ne? Will man hier einfach nur in Sicherheit stehen? Kommt hier noch so ein Vieh raus? Mantisklinge. Die hätte man irgendwie auch runtergekonnt, oder was? Zumindest der Loot. Komm, gehen wir uns noch einmal. Schöner Schmetterling. Geht's anscheinend auch weiter. Und er fährt über uns. Man merkt das richtig. Erstens so. Ach so ein Typ ist das. Ah, noch ein Stück schneller. Oh, jetzt haben wir seine Rüstung. Gut von Ritterhelm. Das ist nice. Muss ich mal kurz einmal angucken. Und. Ah, hier, Bluthund-Ritterrüstung. Natürlich deutlich leichter. Ja, deutlich leichter, aber natürlich nicht so viele Stats, ne? Eine Metallrüstung mit hervorstechendem Brustpanzer stammt von einem der Bluthund-Ritter. Die Bluthund-Ritter sind erfahrene Rieger. Und niemand kann diesen Fährtenlesern entkommen. Ohne ein Wort zu sprechen, wählt jeder Ritter seinen eigenen Herrn aus. Ist die Entscheidung erst getroffen, bleibt der Ritter seinen Herrn ein Leben lang treu. Kann ich ja nochmal den Helm zeigen, der ist dann so ein bisschen geläufiger, glaube ich, ne? Noch nicht? Wo ist er denn? Ah, hier. Mit dieser spitzen Nase, ne? So, was haben wir hier noch? Oh, Gamer-Ritterhelm. Gleich zwei Sachen zum Lesen. Gamer. Würde ich ihn denn jetzt hier geben, hier die Rüstung. Auch gut leicht, ein bisschen besser als der. Vielleicht nicht so gut wie unsere Rüstung, ne? Eine Rüstung der Ritter, die einst Pretor Rickard die Treue hielten. Ihr Emblem trägt heute niemand mehr, da es für einen Fürsten steht, dessen hohe Ambition in lüsterne Verdorbenheit umschlug. Und so wie dieser Fürst seine Würde verlor, verloren die Ritter ihren Herrn. Genau, den haben wir ja schon besiegt vorhin. Binde, Marionetten. Hier, ne? Gamer-Ritterhelm. Sieht eigentlich nice aus. So, genau. Rickard ist ja Geschichte. Bloß Frage, ob wir jetzt wirklich Haus Vulkan Quest dann jetzt schon abgeschlossen haben oder nicht. Hatten ja eigentlich noch ein paar Auftragsmorde vor uns, aber die eine hat ja gesagt, dass sie jetzt das Anwesen verlassen wollte. Mal gucken, ob das noch irgendwie machbar ist. Okay, hier kann man dann wieder zurückspringen. Wurzel hat sehr schön. Oh, das wird ein Balanceakt. Es wäre Chaos. Komm, gehen wir doch direkt einmal hier rein. Wahrscheinlich muss ich ja eh runter, ne? Da wendet der. Ah, da sind wir runtergesprungen, ne? Hier ist sonst nichts, ne? Dann gehen wir doch einmal hier wieder rein. Ich glaube, hier kann ich auch stehen, ohne dass er uns erwischt. Ne? Ja. Dann rennt er einmal. Und hinterher. Oh, kacke, hier ist alles Lava. Soll ich denn hier durchkommen? Gibt es irgendwie einen Trick? Die Lava bin ich ja total lahmarschig.
Ich glaube, das wird so nix. Sonst darf gerne der Shit schreiben, wie man hier durchkommt. Ich würde jetzt eigentlich ungern nochmal drauf gehen. Gibt's da irgendeine Waffe, die man ausrüsten kann, dass man hier schnell durchkommt? Okay. Komm ich da denn durch? Müsste ich erstmal wahrscheinlich aufwendig durchgucken, aber ich hatte jetzt so keine Ahnung. Oder muss ich vielleicht noch leichter sein, damit ich besser durchrennen kann? Das kann man höchstens ausprobieren, ob Lava einen künstlich schwerer macht. Ich habe hier quasi nichts an, ne? Ne, man ist trotzdem langsamer, okay. Aber sieht auch schön aus. Mit der Lampe hier so in der Hüfte. Jetzt würde ich einmal nachgucken, falls jetzt keiner schreibt. Da würde ich mich wirklich mal spoilern lassen. Ich werde nicht unnötige 1000 Versuche machen, nur weil wir durch die Lava nicht schnell durchkommen. So, kann ich das ja auch wieder anziehen. So, was war es denn? Radans Rüstung. Radans Stulpen und Radans Beine. Okay, das war jetzt was. Grab des Helden von Gelmir. Okay, ich guck mal nach. Wir müssen also auf den Wagen springen. Da muss man erstmal drauf kommen, Leute. Okay, dann gehen wir nochmal runter. So, hier war ja dieser Bluthundritter. Da gerade hatte ich 5 Zuschauer drin, sind gerade rausgegangen. Habe ich nicht oft, aber ich habe ja gerade nachgeguckt. Wahrscheinlich haben sich gerade deswegen ein bisschen gelangweilt. Was ein bisschen schade ist, wo es nämlich gerade weitergeht. So. Ah, jetzt habe ich natürlich noch vielleicht verkackt. Beim ersten Mal haben wir es so gut geschafft. So, dann nochmal. So, alle guten Dinge sind ja 3. So, hier, da hoch. Und wir müssen auf den Holzbalken landen, dann können wir auf den Wagen springen. Weil ich habe echt keinen Bock da durchzulaufen, wenn man so langsam ist und schlecht vom Wagen getroffen wird. Da ist irgendwie frustrierend. So, da kann ich gleich einmal komplett durchspringen, so auf den Balken drauf. Du fährst mal weg. So. Und ich will mich auf den Wagen hier fallen lassen. Gucken, ob wir das hinbekommen. Ja, habe ich gut hinbekommen. Hätte ich wahrscheinlich direkt am Anfang machen müssen, da mitdrehen. Glaube ich. Weiß es nicht. Ah, dann versuche ich jetzt vielleicht mal die Abkürzung, die ich aus Versehen jetzt gelesen habe, dass wir schon bei der einen Passage runterspringen können. Ach, immer so will ich das haben. Gab es da nämlich schon mal so eine Art Abgrund, ne? Ja, die beiden müssen wir mal machen. Bedauerlicherweise. Ah ne, da kommt er zurück. Oh, dass ich das immer wieder vergesse. So, zack, zack, zack. Dann stirbt er durch die Lava. Oder auch nicht. Genau, hier steht auch mal Abkürzung Brücke. Das ist das, was wir gleich probieren wollen. Dann kommen wir schneller zur Passage hin. Danke, Night Oberon.
Hier soll es irgendwie runtergehen. Komm, alles oder nix. Oh, das war schlecht. Das war schlecht. Also entweder ich gehe den richtigen Weg oder ich muss auch mal den Holzbalken treffen. Das war irgendwie nix. So, komm, versuchen wir das nochmal. Aber wäre das mit der blöden Lava nicht, dann wären wir schon längst durch diese, sag mal, fast schon affige Höhle. Ich mag das irgendwie mit den Streitwagen hier nicht. Da ist so ein bisschen rätselmäßig, aber es hält irgendwie mal auf. So, der fährt jetzt hier runter. Fährst du wieder hoch. Und wir können laufen. So, dann sagen wir denen Hallo. 1, 2, 3. Ja. So. Da kommt wahrscheinlich wieder, das lohnt sich gar nicht, oder? Und einmal zurück. Und wir gehen auch los. So, oder ich gehe mal kurz in die Nische rein, da habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Oh, bist du verrückt? Der stirbt jetzt durch die Lava. Und dann können wir es in Ruhe auf den Holzbalken verlassen, würde ich sagen. Aber schwierig zu treffen, man sieht ja gar nichts. Ich glaube hier. Ach komm, ich gehe jetzt den richtigen Weg, das ist doch irgendwie doof. Oder auch doof für euch, wenn ich ständig runterfalle, wenn ich das da versuche. Durch einen sicheren Weg, da kommen wir irgendwie besser hin. So, komm. Das gehen wir einfach ganz schnell durch, haben das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Das sollte funktionieren. Diese unnötigen Tote, ne? So, die hier springen gleich wieder aus ihrem Loch. Oh. Bin ich ein bisschen gearscht. Schon, der steht wieder auf. So, einmal ein bisschen nicht. So. Ja, wie ich mir dachte, für euch ein bisschen langweilig, jetzt irgendwie nur noch ein Zuschauer. Dabei gehe ich mir doch schon hier. Könnt ruhig da bleiben. Ich weiß doch nicht. Weiß, ein bisschen frustrierend oder langweilig, wenn ich manche Sachen öfter machen muss, aber ich glaube, das passiert hier schon mehr in diesem Abschnitt. So. Wie gesagt, ich gehe jetzt den sicheren Weg. Dann habt ihr auch mehr davon. Ist wieder. Spielt ihr genau ins Gesicht. Oh, kriegt der Retourkutsche. Ob der jetzt erwischt wird. Nee. Da war er irgendwie sicher. Komm, ich gehe jetzt dahin. Man hätte auch hier geradeaus gehen können, sagen die, oder da rechts in die Nische rein. Da unten. Sollen wir das einmal probieren, vielleicht? Weil der fährt auch ziemlich weit durch, ne? Bis zur Nische. Wahrscheinlich Nische dann wirklich bis da nach unten auf. Ach, fährt er dann auch durch? Oder bleibt er dann da? Okay, wir sind zumindest hier reingekommen. Aber fährt anscheinend nicht runter. Weil es hier wirklich weitergeht. Ich darf nicht hier nur so in der Lava rum. Okay, der bleibt wirklich oben. Okay, dann gehen wir nochmal den Weg.
das dauert auch mit der Lava. Okay, sind wir nicht angekommen. Ah, hier ist eine Truhe. Ich traue dem Frieden nicht. Ah, hier ist nur eine Truhe, hier geht's nicht weiter. Beringter Finger. Was ist das denn? Diesen Axt-Ding-Symbol? Das hier, ne? War doch das. Ah, ist das eine Waffe? Ja, ganz lustig. Beringter Finger. Tatsache. Eine stumpfe Schlagwaffe, die aus einem riesigen Finger umhüllt von vielen schweren Ringen besteht. Angeblich stammt der Finger von einem Vorfahren der Fingerkriecher. Dieses Überbleibsel einer uralten Blasphemie enthält immer noch ein Funken Leben und fühlt sich leicht warm an. Einzigartiges Talent, Klauenschnipsen, lässt den Finger anschwellen, um seine Kraft zu bündeln und verpasst euren Gegner dann eine gewaltige Schnipse. Oh. Will ich mal ausrüsten, ich will mal gucken, das hört sich irgendwie lustig an. Fingerschnipser. Da. Dann zeig doch mal die Waffe. Wirklich ein Finger. Okay. Jetzt mal das Talent probieren. Tatsache, Gott. Er wird dafür einen Moment groß. Tatsache. Irgendwie gut gemacht. So. Ist mir die Frage, port ich mich jetzt zurück oder gehe ich jetzt wirklich nach oben? Weil hier scheine ich ja irgendwie auch nicht weiter zu kommen. Also, ich muss jetzt eh wieder den Weg hochlaufen. Das dauert jetzt wieder ewig. Komm, machen wir es einfach, ne? Ist ja ärgerlich, dann gehen auch wieder zwei Tränke drauf. Du bleibst schön da oben. Ich einmal. Der fährt ja gleich bis hier hin, ne? Komm ich da noch rein? Wo war der Leiter? Da ganz unten, oder wo? Geh ich nochmal zurück, wenn du das sagst. Jetzt sag, wo ich den Finger her habe, oder? Hier unten rechts. Unten rechts, wenn du von oben kommst. Meinst du hier? Ich glaube, ich habe da nur die Lilie gesehen. Ah, ich könnte mich auch hier mal runterstürzen. Ups. Ah, das wäre auch die Passage, wo ich mit dem Wagen hinfahren wollte. Zumindest hatte ich das kurz geguckt, weil ich das einmal... Wollte ich mich da mal spoilern lassen, weil ich jetzt irgendwie durch die Lava nicht gekommen bin. Ja, wunderbar. Danke, Oberon. Hätte wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen gedauert, jetzt wieder, wenn ich jetzt hochgelatscht wäre und dann versucht hätte, wieder hier klarzukommen. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Und hier ist ein Bus. Und man muss da... Gleich wieder ein Versprecher. Okay, ich muss doch nicht wieder durchgehen, weil hier so eine Marika-Statue ist. Aber ich dachte, man müsste das Ganze durchlaufen, wieder hierher zu kommen. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Was ist das hier bei der anderen Höhle? Hier waren ja irgendwie Skelette. Aber die werden anscheinend nicht wiederbelebt. Oder erscheinen zumindest. Daran scheitert es ja schon. Okay, dann können wir gemütlich zum Boss gehen. Ja, dann mal rein, ne? Heldenhafter roter Fuchs. Dann komm mal her. Ah. Ah, das war irgendwie unnötig. Ah, nee, au. Schaden. Ja, das sollte machbar sein.
Mist. Oh, ich werfe mal. Ja, dann kassiere ich gleich so einen Schlag. So, jetzt aber. Was macht der Ding? Au, au, au. So, jetzt aber. Schnell, schnell, schnell. So. Haben wir ihn doch. So, Asche ist Blut und Grit das Floh. Mensch, wir haben so viele Aschen. Echt Qualderal, ne? Ja, der war easy, genau. Warum auch immer, das ist ja eigentlich schon ein Gebiet, was eigentlich schon ein bisschen fortgeschritten ist. Könnten hier ruhig ein bisschen schwerer sein. Aber wir waren auch schon ein bisschen angeschlagen durch die Tränke, die uns fehlen. Durch die Lava etc. Okay, Todeswurzel. Dann würde ich jetzt zur Hauptstadt gehen. Das war jetzt das Letzte, was noch offen ist. Hat auch nicht viele Runen getroppt, das war's. Ist ja irgendwie gar nichts. Das ist ja gar nichts, was wir von dem bekommen haben. So. Ich glaube. Wo ist denn der, so der richtige Eingang? Hier wurde ich glaube schon einmal hingeportet. Ich glaube, dann gehe ich mal hier hin, ne? Wurde das Aven von vorne erkunden. Ich war so mittendrin und sowas. Ist irgendwie doof. Wir irgendwie dann alles sehen. Und wir sind geheilt. Dann geht's los. Ab in die Hauptstadt. So, ich mach noch ein bisschen Beleuchtung an. So. Okay, hier ist Sackgasse. Oder hatte ich doch so weit gespielt bis zu diesem Ort der Gnade, dass ich das hier nicht nochmal machen musste? Ah, wir haben ein bisschen Spaß hier, ein bisschen Zerstörung. So. Der fährt nach oben. Nach unten sah aber auch wirklich aus. Ist ja ziemlich tief. So, okay. So, Hauptstadt, wir kommen. Das hat dann alles schon gemacht. Macht nicht gerade so ein bisschen Klick. Dann müsste ich ja gleich in Ort der Gnade kommen, ne? Ach, diese hier, ne? Bin ich lebendig? Oder auch nicht. Dann halt es doch irgendwie falsch in Erinnerung. Aber irgendwie kommt es so ein bisschen komisch rüber. Es war die Hauptstadt, aber irgendwie so. Irgendwie leer hier, ne? Okay, außer die beiden Typen. Aber sonst ist hier nicht viel. Vielleicht kommt das ja jetzt. Das Ort der Gnade. Hier ist Totenverderben, würde ich sagen. Gibt es hier irgendwas? Nee, ne? Nicht, dass irgendwie auch so eine Art Geheimgang ist. Man kann da irgendwie so in diese Passagen runterspringen und dann immer vorsichtig fallen lassen. Ich glaube da nicht eher dran. So, ich glaube, bis hierhin hatte ich gemacht. Und jetzt sollte wirklich alles wieder neu für uns sein. Ist auch aktiviert? Nee, doch noch nicht. Okay. Jetzt aber wirklich Hauptstadt, wir kommen. Oh Gott, was erwartet uns da? Das muss ein großer Drache. Linde, königliche Hauptstadt. Okay, macht doch keiner auf, ne? Klopf, klopf. Ah, ich glaube, das sind Gegner, ne? Ja, das sind Gegner. Okay, da haben wir einen großen Drachen. Ob der dann irgendwann entsteinert wird? Und ist da so eine große Lanze oder sowas? Okay, ich glaube, die Stadt könnte vielleicht ein bisschen dauern. Okay. Du pfeifst hier so rum. Nächste Person, also tut dir nichts. Dann tue ich dir auch nichts. Sind die anderen dann auf? Ah ne, der tut mir was. Ne, der ist nicht da oben. Aber der redet auch nicht mit uns, nicht was verpasst habe. Okay. Das Piepen nervt so ein bisschen. Okay, die können irgendwie so eine Art Zauber machen oder sowas, ne?
Aber sind auch relativ easy. Okay, Blasen. Oh. Muss man da ein bisschen aufpassen. Okay, halten aber nicht viel aus. Bewegen sich denn fort. Kugel, Kugel. Also ähnlich bewege ich mich auch, wenn ich aus dem Bett ausstehen muss. Also könnt ihr doch keinen Gegner gegenübertreten. Der ist ein bisschen größer, ne? Ist aber schnell tot. Streifen weißes Fleisch. Grüne Rune. Da kann ich einmal rumgehen. Ich glaube, das war gerade, wo der eine so rumgekugelt ist, ne? Nee, doch nicht. Hier. Oh Gott, was ist das? Wer bist du denn? Ach, sind diese Viecher, die hatten wir doch unten schon mal beim Dings Tiefenwurz oder Tiefwurz gesehen. Okay, ich gucke erstmal hier unten. Was fragen die Person? Die Person? Hier ist bisher gar nichts. Oh. Du bist hier, okay. Ach. Das sind wieder 400. So. Und Schmiedestein Stufe 4. Also irgendwie so ein Kugelzeug. So. Sicherheit. Also ich stand da gerade, sicher war ich mir aber nicht. Oh. Hallo? Okay, jetzt bin ich aber wieder woanders. Der Typ da oben ist oben. Ich glaube, ich kann hier runterschießen, ne? War doch irgendwie so eklig, diese Fähigkeit. Nee, doch nicht. Oder? Nee. Nee, kann er nicht. Dann gucken wir doch erstmal hier unten. Er ist nicht gestorben. So, da sind wir uns ganz gut durch. Okay, lieber oben oder hier oder auf die Dächer springen. Das ist wahrscheinlich auch noch möglich. Ich glaube, wir haben viel zu erkunden. Aber es sieht schön hier aus. Höhlenmoos? Ich brauche noch ein bisschen Kristallmoos. Okay, dann danke ich dir, Oberon, für den Tipp nochmal, für die Abkürzung. Oh Mist. Und ich wünsche dir eine gute Nacht. Wollt ihr jetzt nicht sterben? Und dann bis zum nächsten Mal. Schlaf schön, ciao. Hosenhose. Ich sehe die irgendwie mal so schlecht, diese. Ich nenne sie jetzt mal Pagen, ne? Ich glaube, so einen offiziellen Namen habe ich noch gar nicht gesehen. Sie hat immer gut getarnt. Ah, jetzt sind wir hinter dem Vieh. Das ist auch nice. Okay, dann hat sich quasi ein Weg schon erledigt. Wo geht's dann weiter? Oder ist noch ein anderer Weg? Sonst muss ich aufs Dach springen. So. Ne, hier gab's ja noch einen Weg. Ich red mal wieder Mist. Wieder zu voreilig. Okay, ne, Fahrstuhl ist das. Das Loot. Da will ich hin. Da. Nicht runter. Okay, ich komme da auch hin. Hier kann man auch runterspringen, würde ich sagen. Da sitzt ein Gegner, ich auch. Hm. Oh, ich glaube, da unten kommen wir auch noch hin. Na, komm mal raus. Da drin ist mir ein bisschen zu eng gefallen, wenn du so eine Peitsche hast und dann diesen Zauber machst. Oder mach einfach das. So. Okay, hier geht's runter nach oben. Da unten ist auch so ein Typ. Und überall diese Adligen, ne? War noch Adlige, diese Viecher oder Teile. So.
oben oder geradeaus? Okay, ich entscheide mich einfach dafür, die hier zu töten. Hier geht's irgendwie auch weiter. Dann gehen wir kurz nach oben. Ach, gerade kommt so eine Brise von draußen rein, so. Also dieser Geruch von Regen. Den immer so gut. Was an sich eigentlich irgendwie nur halb so abgelagerter Schmutz oder Erde ist, ne? Was wir dann so wahrnehmen. Aber ich mag irgendwie den Geruch. Mögt ihr auch den Geruch von Regen? Ich find das irgendwie so ein bisschen auch entspannt von. Wenn es halt so tagelang warm ist, dann kommt Regen, Abkühlung. Dann dieser Geruch, gibt irgendwie fast nichts Besseres. Okay, ich springe hier einmal drauf, ich komme hier wieder zurück. Da ist nix. Hinten ist was, ne? Okay, ich gucke mich erstmal hier um. So. Hier geht's nach oben. Okay. Dann springe ich vielleicht mal auf die Dächer, oder ich gehe unten lang. Ah, Fluch des Saatbeets. Nochmal. Haben wir davon, wenn wir das mehrfach sammelt? Ich habe es nicht gemerkt, wo das war. Was dort Schlüsselobjekt? Aber wenn, steht da dann nur 2 dort. Da, hier? Nee. Wenn ist auch nicht so wichtig. Hier nicht, vielleicht ganz hinten. Nö. Okay, eine Wahrscheinlichkeit gibt's noch. Hier würde ich sagen, sonst noch, ne? Ja, haben wir 2-mal. Kann man es denn irgendwie nutzen? Kann man nicht. Okay, wahrscheinlich kann man es irgendwie noch andersweitig verwenden. Wo er sich vermisst, ja. Okay, gehe ich jetzt hier ganz runter oder über die Dächer? Komm, ich gehe jetzt einmal runter. Dächer können wir ja immer noch machen, ne? So, dann springe ich einmal hier runter. Dann ist hier gleich ein Gegner. So viel Schaden gemacht. Ach Mann. Wie hat er mir jetzt abgezogen? Dann springe ich vielleicht mal anders runter, um da runter zu kommen, nicht gleich hier mitten bei 3 Gegnern zu spawnen. Ich habe gar nicht mich an einen anderen Ort der Gnade gesetzt. Komm, da bohren wir uns nochmal schnell hin. Östliche Hauptstadtwahl. So, schnell was trinken. So, da sind wir wieder. Genau, dann gehen wir hier mal zu diesem Blasetypen. Das ist eigentlich für eine Attacke. Der kugelt sich nur irgendwie einen ab, ne? So, mit den da oben noch. Der sollte ja dann auch schnell weg sein. Oh, diesmal nicht. Okay, dann will ich da einfach nur noch schnell durchrennen. So, ist die Rache. Ah, hier sind jetzt auch wieder diese Pagen, ne? Okay. Soll ich einfach öfter mal den Stick reindrücken fürs Fokussieren? Dann sieht man die auch, ne? War hier nicht auch noch einer? Ne, war nur oben, ne? Okay, ich gehe hier durch. Die sollten wahrscheinlich jetzt nicht getriggert werden. Stuhl? Ah, hier.
So, dann einmal nach unten und wir machen so lange ein bisschen Licht an.